Wunderschönen guten Tag, Leute. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im Hürtgenwald unterwegs. Und zwar an dem neuen Dimp Bikepark Rureifel. Wir haben ja schon lange versprochen, dass wir hier mal vorbeischauen. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich habe so einen Mittelweg heute sozusagen gefunden für die Bikes, weil der Uphill ja krass sein soll. Und ich wollte nicht mit dem Render alles jumpen. Deswegen heute mit Levo SL wieder unterwegs. Hab übrigens jetzt auch eine 160 mm Gabel vorne drin. Das heißt, ein bisschen potenter, aber leider noch den Kackdämpfer. Naja, wir checken das heute mal ab und gucken mal. Also wir lüften das Geheimnis des Bikepark Hürtgenwald, beziehungsweise, wie heißt er jetzt? Dimp Bikepark Rureifel, ne? Da gibt es so ein Geheimnis, wo irgendwie niemand drüber spricht in Videos. Das erzähle ich euch gleich. Neuen Helm teste ich übrigens auch. Das ist der Liat MTB Gravity 4. Den habe ich immer noch von MTB, so ein Spray. Habe den bisher noch nie gefahren, weil ich immer erst so alte Sachen irgendwie verbrauche sozusagen. Aber da ich die Strecke hier als ja krass in Erinnerung habe, zumindest von Videos aus, weil Nico Fink hat das ja irgendwie alles damals ins Leben gerufen, gebaut und so. Und da gibt es so ein legendäres Video auf der Seite vom Bikepark Hürtgenwald von der alten. Das war schon eine krasse Nummer. Und deswegen dachte ich mir, komm, nimmst du mal einen Helm, der ein bisschen fester, knackiger sitzt. Und deswegen testen wir den heute auch mal. Plus auch noch die Vitair-Reifen bei Sprüngen. Ja, da habe ich ja im letzten Testvideo gesagt, hey, bei Sprüngen müsste man das auch noch mal testen. Und die sind halt auch mit dabei heute. So, das, wenn ihr mit dem Auto anfahrt, dann, also wir haben jetzt da hinten geparkt, auf so einem kleinen Parkplatz. Und dann geht's, das Navi will euch aber hier hochführen. Und da fahren wir jetzt einfach mal mit dem Rad hoch. Da steht das auch, Rettungsweg, Bikepark, Bikepark. Keine Ahnung, ob man halt hier auch hochfahren darf mit dem Auto. Aber ja, fahren wir jetzt einfach mal da hoch. Schauen uns die erste gemütliche Abfahrt einmal an. Und gucken mal, wie die Strecken so sind. Ich würde sagen, wir machen uns heute zur Aufgabe, dass wir es schaffen, jede Strecke einmal zu fahren. Ich glaube, mit dem Rice, mit dem Akku und so, sollte das kein Thema sein. Mit dem Levo vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich habe ein Ladegerät und eine Akkubox mit. Also sollte eigentlich alles klar gehen. Nur eine Wechselhose habe ich nicht mit. So, Simons Flow als erstes. Die Michi hat mir versprochen, hier ist es nicht matschig und es soll gutes Wetter sein. Genau das Gegenteil ist der Fall. Dann haben wir auf jeden Fall die blaue Strecke. Ah, okay. Cool. Ja, der erste Abschnitt war schon geil. Jetzt fahren wir den zweiten. Sehr dunkel hier. Aber gut schnell die Strecken hier. Vielleicht mal ein bisschen Tempo rausnehmen. Wir wissen ja gar nicht, was kommt. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Matsch auf der Linse. Oje, und ich mit Schlauch, Leute. Das kann ja was geben. Aber die Abschnitte sind schon cool. Oh, weiter geht's. Abschnitt 3 übrigens. Das ist ja so ein bisschen so ein Österreich-Blau hier, würde ich mal sagen. Wow. Weil hier schon ein paar Steinchen gibt es hier schon. Auch relativ steil für Blau, muss man sagen.
aber nichts, was jetzt hier so ultra krank schwer ist. Boah. Aber dennoch, hier gibt es jetzt irgendwie zwei Linien oder was? Das einmal Chicken Line oder einmal was? Ah, hier ist wieder ein Hochschiebeweg. Oder ein Hoch Uphill Trail. Die Michi warten ein bisschen eigentlich. Ah, da ist sie schon. Das war's. Oh Gott, ich pass hier gar nicht durch. Ja, fahren wir zuerst Straße oder fahren wir Uphill Trail? Ich würde sagen, einmal Uphill Trail testen, oder? Also, erster Trail, Simons Flow, Simons Trail. Für einen blauen Trail wirklich spaßig. Da kann auch jeder drauf Spaß haben, würde ich sagen, auch fortgeschritten. Ne? Ich dachte tatsächlich, die Strecke wäre ein Ticken länger. Weil der Apfel dementsprechend hoch ist. Ja, oh, hier ist der Apfel-Trail. Okay, Leute, ich packe euch mal auf GoPro. So. Einmal. Apfel-Trail hier. Der soll irgendwie 1,8 Kilometer lang sein, glaube ich. Und ich meine 150 Höhenmeter. Das heißt, das geht tatsächlich. Wir haben jetzt immer so ein paar Stellen. So ein bisschen aufpassen. Strecke kreuzt. Dann immer lieber, kann ich besser gucken. Da vorne noch mal genauso. Also im Matsch, die Reifen setzen sich schon gut zu. Okay, scheint frei zu sein. Ich denke, mit dem Full Power E-Bike wird alles easy peasy hier. Leid MTB, bisschen Anstrengung, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit dem Biobike hier durch die Matsche hoch. Boah, das ist schon ein bisschen wild. Gut, also ich schaue auf die Uhr jetzt und dann gebe ich euch Bescheid, wie der Apfel ist. Wir haben jetzt knappe 10 Minuten. 10 Minuten sind wir unterwegs mit E-Bike, aber mit Leit-MTB kennt ihr ja vielleicht selber, man fährt nicht viel schneller als mit dem Biobike, nur mit weniger Anstrengung. Gut, auf dem Matschigen vielleicht fährt man da jetzt schon einen Ticken schneller. Ich muss mal gucken gerade. Bisschen mehr Reifendruck vielleicht auch, ne? Doch, ich würde sagen, die sind ganz schön gebaut eigentlich. Ja, es hört sich einfach nur so komisch an wegen dem Material. Was ist hier? Oh Gott! Da braucht man ein bisschen mehr Speed. Die ist entspannt, ja. Wo geht's denn weiter? Hier rein? Blau, ja, hier. Ist das die Steilabfahrt? Auf jeden Fall gut steil alles. Boah, ein krasser Step-Up. Hier ist die Landung. Next Level. Heftig. Boah, krass. Krass für Blau. Boah, tricky. Boah. Krasse Nummer für Blau. Ich habe mich erschreckt.
packen, ey. Crazy. Da kannst du richtig scheppern. Vor allem bin ich an dem einen Anlieger deine Highline gefahren, dachte ich, sterb jetzt. Es hat mich direkt auf die Highline geführt. Ich hatte gar keine Wahl. In den Anlieger habe ich es nicht reingeschafft. Mit Sicherheit jetzt schön matschig. Boah, hätte ich echt einen Matschrein. Boah, krasser Table. Auch krass. Boah, da brauchst du ja richtig Speed. Alter Falter. Ist das eine krasse Nummer. Ja, das locker. Das klappert. Boah. Ja, der könnte was fester sein. Ja, der Mudguard ist sehr locker. Boah, ist das weit. Da kriege ich hier gar nicht den Speed für jetzt. Trail Ende. Slow. So, Leute, sorry für das verschwitzte Gesicht und so. Aber ich bin immer noch fertig vom ersten Uphill. Jetzt im nächsten Uphill fahren wir die Straße. Die blaue wären eher krasse Dinger da drauf. Wirklich krass. Da denke ich mir schon so, okay, eigentlich will ich jetzt hier ein Downhill-Bike dabei haben. Und auch tatsächlich so dieser Wallride, da musst du reinspringen. Mega krass. Also ich glaube tatsächlich, dass alle Features hier fahren vielleicht, weiß ich nicht, 10-15% der Mountainbiker. Oder es kommen halt nur Leute hier hin, die wirklich krass sind. Also jetzt fahren wir einmal die Straße hoch und checken wieder die Uhrzeit und gucken dann mal, ich schaue mal auf die Uhr gerade, 35. Also 35 haben wir. Gucken wir mal, wie wir hochkommen. Den Matschweg würde ich jetzt nicht empfehlen nochmal, weil die Reifen waren so zu auf den ersten Metern vom Trail. Und mein Mudguard ist sehr locker. Naja, Schlammschlacht. Lange nicht gehabt, ne? Da ist der Uphill-Trail übrigens. Ja, ich hole mal ein bisschen auf, sonst zieh mich die nachher sauer. So, wir sind jetzt gleich wieder oben am Start. Jetzt hier wieder am Eingang, wo wir eben reingefahren sind. Der Uphill über die Straße dauert vielleicht 3-4 Minuten länger, aber ist dafür auf jeden Fall um einiges entspannter von der Steigung her. Also wenn ich mit dem Biobike kommen würde, definitiv würde ich die Straße nehmen. Ja, und dann fahren wir die rote mal, danach die schwarze. So, wird gepackt. Boah. Oh. Okay. Wir müssen auch springen eigentlich. Okay, das ist das Stück mit dem Drop, ne? Ich glaube, das will ich mir einmal angucken. Oh, auch kein Hasendraht hier drauf. Ja, niemand fährt den Drop, weil man dann ins Gebüsch fährt. Ja, wir gucken jetzt einfach mal, rollen das einfach entspannt ab. Boah, okay. Ah, cool, cool. Gucken, wo die Michi ist. Okay, ist noch da. Ist ja voll mockig hier, ne? Ja, hier im Wald trocknet halt nichts, ne? Boah!
Ja, vielleicht guckt man die Strecken sich vorher ein bisschen besser an. Boah, da musst du eigentlich die Landung schaffen, aber auch tricky jetzt gerade. Boah, das ist eine Matschparty, ey. Mocke, in den Reifen wie Sau. Boah, da muss man ein bisschen die Eisen gehen. Oh! Achtung! Achtung! Okay. Ja, wirklich Hack. Aber man sieht so wenig. Das ist halt auch tricky. Okay. Voll da reingehackt. Ja, habe ich ja gesagt. Also ich habe mich jetzt auch überrascht. Also es war schon rumpelig, ey. Hat uns echt ein bisschen überrascht. Der Türkenhack. Der wird nicht so oft gefahren, wie es so aussieht. Ah, okay. Hier führt das wieder aufeinander. Und dann haben wir, wie gehabt, boah, Leute, hier riecht es am Anfang vom Uphill so lecker nach Reibekuchen. Ja, auf Hürtgenhack ist der Name Programm. Ich würde wirklich eigentlich empfehlen, sich so die eine oder andere Stelle anzuschauen. Weil da waren jetzt zwei rumpelige Passagen, die mich ein bisschen überrascht haben. Wo ich dann gerufen habe, weil ich dachte, die Michi brettert da eh runter. Und ich war eigentlich schon einen Ticken schnell dafür. Das sind immer so diese Momente, wo man ja gar nicht mehr entscheiden kann, ne? Also ich war jetzt schon zu schnell, um da zu bremsen. Und da muss man versuchen, einfach laufen zu lassen. Körper-Bike-Trennung angesagt. Und dann funktioniert das. Aber auch mit dem Matsch so. Ich habe auch gar nicht gesehen, welche Linie ich da gerade fahre. Weil man unten Steine, Wurzeln, das sah alles gleich aus. Ja, wir pedalieren wieder hoch. Und dann haben wir noch Schwarz auf dem Programm. Aber wir fahren einmal kurz im Auto vorbei. Levo ein bisschen aufladen, damit das noch ein bisschen länger hält. Und vielleicht mal mit der Außendusche grob die Mokka abwaschen. Oh, Leute, nicht mehr so viel Akku, 40% nur noch. Also 4 Striche und 10. Deswegen machen wir jetzt eine kleine Pause und ich habe ja immer noch, die stelle ich euch nochmal ordentlich vor, wenn ich sie länger getestet habe. Die gute Akkubox hier. Und ich habe jetzt heute extra daran gedacht, dass ich auch noch ein Ladekabel mitnehme, damit wir das Bike laden können. Was jetzt hier ganz normal 230 Volt Dings an der Seite. Und theoretisch sollten wir damit auch E-Bike laden können. Ich habe es noch nie probiert, aber irgendwann ist ja immer ein erstes Mal. Ich hoffe, es fängt halt jetzt nicht mittendrin an zu regnen. So, komm, das macht. Ja, es lädt auf. Ich mache eine kurze Pause und ich hoffe, ich kriege ein paar Striche. So Leute, kleine Pause erledigt. Die schwarze Strecke steht uns noch bevor. Die fahren wir jetzt noch und dann vergnügen wir uns oben an den Sprüngen ein bisschen. Oh, schwarz. Ich muss ja gerade gucken. Ich glaube, ich habe den Dämpfer noch zu. Ja, ich hatte den Dämpfer noch auf. Oh, cool. Aber zu spät gesehen.
glaube, das, was die hier neu gebaut haben auf den ersten Part, ist mit das Coolste. Das heißt, eigentlich kann man immer gut den ersten Part fahren. Hier unten haben wir jetzt schon gesehen, da ist so ein, ja, so ein Steingap. Aber das will ich eigentlich nicht blind fahren. Und man kommt aber nicht so leicht wieder hier hoch. Das heißt, wir werden das auch von unten angucken und vielleicht fahren wir es dann danach nochmal. So. Ja, das ist gar nicht schlimm. Man fliegt nur sehr weit. Das ist kein schlimmer Sprung. Den könnt ihr auf jeden Fall einfach fahren, glaube ich. Ja, aber du fliegst bis hier unten, ne? Ja, aber das ist ja nicht weit. Das ist ja nur ein Stepdown. Das ist wie Skischanzensprung in Olpe. Ich würde hochschieben und es dir beweisen, aber schwierig jetzt. Ich bin schon los. Okay, also. Boah. Achtung, Drop. Ich glaube, da musst du echt von oben schon gut laufen lassen. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt in die Landung schaffe. Das heißt, den Speed da am besten von oben direkt mitnehmen. Und hier in den Anlieger rein. Ah, okay, dann schaffen wir auch den Sprung. Den hier nicht. Also die Michi sagt, dass... Das ist auf jeden Fall irgendwas. Das hab ich in dem Video gesehen. Also links halten. Ich glaub, ja. Links halten, weil... Ah, okay. Ich habe gesagt, links halten. Ja, ich hab, mich hat es rechts drauf geführt. Du meinst das, den Drop hier? Ja, ich habe gesagt. Die ist eigentlich richtig cool, die Strecke. Man muss halt nur ein bisschen wissen, was kommt, ne? Ja, warten wir mal kurz. Ja, die schwarze Abfahrt, die haben wir jetzt ordentlich verkackt, würde ich mal sagen. Okay, Michi ist wieder bereit. Ich stehe noch nicht auf dem Pedal. Oh! 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 Schwarz ist schon knackig. Guck mal, dass die Michi fährt. Pörsig, sehr gut. Ja, ja, ist nicht schwer. Ja, du musst wissen, dass das kommt. Das hier, hatten wir das nicht schon? Das kommt mir so bekannt vor. Also ich muss sagen, schwarz, Favorit bisher. So, das war unseres Wissens, waren das alle Strecken. Ich muss sagen, schwarz, die schwarze Strecke ist mein Favorit, finde ich am coolsten. Wenn man ein bisschen weiß, wo da was ist, ne? Also das war jetzt echt diese blinden Abfahrten. Das war echt ein bisschen turbulent, aber hat ja alles gut gegangen. Aber die schwarze ist, finde ich, die geilste Strecke hier. Und auch schöner als die rote. Tatsächlich würde ich sagen, die rote ist von diesen Schlüsselstellen sogar ein Ticken schwieriger. Auf der schwarzen hast du halt diese Stufen, die du nicht zwingend umfahren kannst. Hier hat halt auch viel gewuchert, viele Sachen. Wurzeln konntest du jetzt nicht wirklich gut sehen und musstest die mehr oder weniger blind fahren. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nochmal hoch und verballern den letzten Akku auf dem ersten Abschnitt und den Sprüngen. Ja. We'll be right back.
So Leute, wir sind zurück im Auto, haben eingepackt und ja, kurzes Fazit einfach. Wir sind jetzt jede Strecke einmal gefahren, außer die blaue zum Schluss ein zweites Mal, weil die Michi noch ein Foto brauchte. Und ihr habt jetzt also sehen können, wie sich sowas anfühlt bei Erstbefahrung, bei ordentlich Matsche. Ich glaube, wenn es trocken ist, macht es hier richtig Bock und man braucht auf jeden Fall zwei Sachen. Sache Nummer eins, entweder ihr braucht voll viel Power in den Beinen oder voll viel Power im Akku, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ist schon echt, hier ein bisschen dichter. Es ist schon echt ein knackiger Uphill. Der geht schnell und fix, aber beim Levo hätte ich jetzt nicht zwischengeladen. Dann wäre der halt, wäre der Tag früh beendet gewesen. Und ja, aber der Park ist mega. Also auch so, da sind Sprünge drin, Leute. Die sind so groß, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist wirklich eine krasse Nummer. Und da willst du eigentlich halt dein Downhill-Bike dabei haben oder dein Parkbike. Wir sind jetzt trotzdem einfach alles entspannt gefahren hier und es macht auch Spaß, wenn man die Sachen umfährt und nicht alles fährt. Ich muss allerdings sagen, für Anfänger ist der Spot eigentlich nichts. Man kann dann halt ein bisschen an den Tables oben üben und so, aber wenn du ganz blutiger Anfänger bist, dann bist du selber bei den blauen Lines wahrscheinlich überfordert, wie steil es ist und da sind halt Steine drin und so. Und ich glaube, dass es als blutiger Anfänger nicht ganz so super einfach ist hier. Ansonsten, Top-Spot, besucht den gerne mal, Dimpf Bikepark Ruhr-Eifel. Und ja, willst du noch was sagen? Ja, nur, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, dass ich ich finde die Tables oben richtig cool. Die haben einen coolen Flow, fährt sich intuitiv gut und man fühlt sich so, als könnte man richtig gut springen. Ja, und wir haben noch hier die Bauer getroffen, ne? Die hier so ein bisschen was machen. Ja, wir haben irgendwie ein paar Jungs, Streckenchef haben sie ihn genannt. Streckenchef. Ne? Ja, die waren auf jeden Fall fleißig dabei, immer wieder nach Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten. Ja, die haben halt zum Beispiel festgestellt, dass man manchmal auf Wegen zu schnell aus den Kurven rauskommt. Ich fand zum Beispiel bei der Drop-Batterie auch, dass die Landung ein bisschen kurz ist. Also es sind auch mehr Step-Downs als Drops auf jeden Fall. Du brauchst ordentlich Speed. Und dann ist die Landung sehr kurz und dann könnte der Anlieger höher sein. Also wenn der Anlieger danach höher ist, dann hat man nicht so einen Stress. Da brauchst du halt so eine Catchberm irgendwie. Das wäre ganz cool. Aber sonst, also die Strecken machen alle Bock, sind geil, sind anspruchsvoll. Favorit fand ich, für mich ist die schwarze. Die schwarze ist die beste Strecke. Ja, die war richtig cool. Das war Gehacke. Ja, ich würde die gerne zweimal, dreimal gefahren sein, weil an dem einen Drop da zum Beispiel mussten wir anhalten, weil man einfach nicht wusste, wo es lang geht. Man kann leider die Strecken schlecht von außen angucken oder runterlaufen, weil es sehr schmal ist. Das ist halt ein bisschen schwierig, so dass man bei der Erstbefahrung auf jeden Fall meistens nicht alles mitnimmt, ne? Und die großen Sprünge, großen Wallride, ey, das ist halt echt für... Also der Nico, der hätte hier Spaß, glaube ich. Der Tarn wahrscheinlich auch. Ja. Aber das war echt schon eine krasse Nummer. Tierchen auf der Linse. So. Ja, wir fahren nach Hause. War ein schöner Tag hier. Trotz Matsche, aber so ist das halt jetzt in der Regenzeit in Deutschland. Ne? Wir haben ja Sommer, hieß es früher. Jetzt ist es Regenzeit. Ja. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin. Ciao, ciao.